gab Altjahresmesse. Ich verpflichte somit die Bewerter für eine faire Bewertung und wünsche allen Teilnehmern einen unfallfreien, erfolgreichen Bewerb. Zum 8. Oberpfalz-Cup der Feuerwehren waren am Wochenende 42 Gruppen und rund 500 Teilnehmer nach Penting bei Neuenburg vom Wald gereist. Vor den Augen vom Publikum, Schirmherren und vor allem der Schiedsrichter stellten sie sich den Aufgaben: einem Löschaufbau und dem anschließenden Staffellauf. Mich freut es, dass ich beim 8. Oberpfalz-Cup der Schirmherrseedorf in Penting. Traumhaftes Wetter, viele Mannschaften haben kommen zu uns, insgesamt 39 Feuerwehren aus dem Nahbereich, auch aus anderen Bundesländern, aus Österreich. Und mich freut es, dass der Wettbewerb hier in Penting so großen Anklang gefunden hat. Ich wünsche allen Mannschaften viel Glück beim Wettbewerb, viel Ehrgeiz, aber es gehört auch Freundschaft mit dazu, Unterhaltung, Spaß. Das wünsche ich euch genauso, dass wir einen schönen Aufenthalt haben, einen guten Wettbewerb. Und vor allem bedanke ich mich bei der Freiwilligen Feuerwehr Penting, dass sie die Veranstaltung ausrichten. Das ist ja die größte Veranstaltung in Oberpfalz. Und übrigens, das Motto einer solchen Veranstaltung, so der Ehrenschirmherr, ist auch olympisch zu sehen. Sicherlich sind Ergebnisse wichtig, aber schon die Teilnahme zählt. Und im Ernstfall, daran ließ dann auch Kreisbrandrat Robert Heimfling keinen Zweifel, leisten alle, wie sie hier stehen, hervorragende Arbeit. Wer sich dann allerdings doch für die finale Punktvergabe interessiert, kann sich die Ergebnislisten auf der Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Penting herunterladen.